Tag auch. Meine alte Kamera hat immer gepiept, wenn die Aufnahme begann, die irgendwie nicht. Jetzt habe ich das gerade ein bisschen verpasst. Egal. Ja, ihr könnt das oben ja lesen. Ich wollte heute einen Haul mit euch machen. Und zwar war ich gestern in Dortmund in der Tiergalerie mit ein paar ganz, ganz lieben Mädels ein bisschen bummeln und gucken. Und ich habe versucht, nicht so viel zu kaufen. Aber ihr kennt das ja und wahrscheinlich wisst ihr, was meistens dabei rauskommt. Ja, böse, böse YouTube-Videos. Ich hatte schon vorher ein paar Sachen gesehen, die ich mir kaufen wollte. Und ja, dann kommt ja immer noch mal ein bisschen was dazu. Wir waren als erstes, also auf dem Weg zur Tiergalerie, sind wir... Warum ist das hier so? Entschuldigung. Sind wir vorbeigekommen an Gina Tricot. Und ich hatte gehofft, dass es in Dortmund einen Gina Tricot Store gibt. Ich war mir nicht sicher, aber ich habe ein Video gesehen von der Zaza Full. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da hat sie ein Armband gezeigt. Und das wollte ich auch haben, weil ich das richtig cool fand. Also, Gina Tricot, rein, Armband gesucht. Und das, was sie sich gekauft hatte, war allerdings in einer anderen Farbe. Sämtliche Mädels, mit denen ich da war, haben mir aber gesagt, weil ich stand da mit beiden und alle Mädels haben gesagt, nee, nimm das Blaue. Und zwar geht es oder handelt es sich um dieses Armband. Es hat also so blaue, hellblaue Perlen und dann ist da halt noch so ein Kreuz drin. Und die Zaza Full hat es halt in Pink. Aber trotzdem finde ich das ziemlich cool. Und gekostet hat das 7,95 Euro. Und ja, ich finde es echt ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Dann gucke ich bei Gina Tricot eigentlich immer, wenn ich da bin, nach Ringen, weil ich habe ja so fürchterlich dünne Fingerchen. Und deswegen passen mir kaum Ringe, aber wie ihr hier auch seht, das ist auch ein Ring von Gina Tricot. Die Ringe von da passen mir in XS. Also hatte ich da nochmal geguckt, ob ich was Schönes finde und haben mir dann passend zu dem Armband diesen Ring mitgenommen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also es sind halt so zwei Kreuze und der ist Gold. Und hat gekostet 5,95 Euro. Ich muss prinzipiell oder generell oder schieß mich tot sagen, die haben echt, finde ich, ziemlich coolen Schmuck. Und ich finde da eigentlich immer was, wenn ich mal in einem Gina Tricot Store bin. Wir haben ja hier bei uns hoffentlich noch keinen. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich finde, was Schmuck angeht, haben die gute Sachen da. Ja, dann sind wir, lass mich mal überlegen, dann sind wir weitergegangen, ja, in die Tiergalerie. Und dort wollten wir als erstes zu dem Stand gehen oder zu dem Counter von Red Rocks Cosmetics. Die haben ja auch einen Online-Shop und die haben halt seit einer Weile dort einen Counter. Habe ich gesehen bei Sandy im Video und seitdem wollte ich da eigentlich hin. Weil die da halt solche Sachen haben wie Sleek, Sigma Pinsel, The Balm, Orly Lacke. Und das sind ja immer Sachen, wo man eigentlich nur online dran kommt. Und da kann man halt sich alles angucken, betatschen, swatchen und hat auch noch eine fürchterlich nette Beratung. Die Mädels da waren echt super, super nett. Und ja, zwei Sachen habe ich gekauft. Ein paar Sachen habe ich mir noch auf meiner Wunschliste, aber ich muss momentan echt so ein bisschen, mich ein bisschen zusammenreißen. Meine Augen sind irgendwie noch nicht so ganz wach, ich weiß auch nicht. So, ich habe mir also gekauft einen Sleek Blush, meinen ersten übrigens. Ich hatte vorher noch nicht einen einzigen Sleek Blush. Die kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus Dutzenden von Videos und das ist jetzt die Farbe Flushed. Das ist jetzt so ein etwas dunklerer Ton. Ich möchte ihn jetzt ungern swatchen, weil ich mir gerade die Hände eingecremt habe. Und da nicht unbedingt rein möchte. Aber es gibt, wenn ihr das googelt, gibt es bestimmt Dutzende von Swatches auf diversen Seiten und Blogs. Ich gucke mal, ob ich in die Tage mal auf unserem Blog swatchen kann, wenn ihr das möchtet. Und ja.
Den habe ich mir mitgenommen. Und dann hatte Silvia einen ziemlich coolen Nagellack entdeckt. Der passte irgendwie ziemlich gut zu meinem Blazer. Ihr kennt ja wahrscheinlich von meinen Instagram-Fotos schon diesen roten, knallroten Blazer von H&M, den ich habe. Den hatte ich halt gestern auch an. Und dann hatte Silvia ein paar Lacke geswatcht. Also die geben einem da auch so einen Tesa-Streifen. Und dann hat sie halt so ein bisschen rumprobiert und hatte sich... hier bei mir zu Hause sieht er komplett anders aus als da am Counter. Aber es ist trotzdem eine ziemlich geniale Farbe. Es ist nur schade, ich sehe gerade so im Display, kommt er gar nicht so knallig rüber, wie er wirklich ist. Es ist wirklich Neon. Und die Farbe heißt Hotshot. Und ich finde es wirklich schade, dass die Farbe so... Die ist eigentlich viel, viel knalliger. Und ich habe den auch schon aufs Nagelrad gepinselt. Das ist mein Orly-Nagellack. Das ist also schwer zu übersehen. Der hier, der wird so ganz leicht, so semi-matt, matt. Ich brauchte allerdings auf dem Nagelrad 3 Schichten jetzt, um dieses Ergebnis zu erzielen. Ich hoffe, dass es auf dem Nagel besser ist. Das ist übrigens die Farbe Rage, auch von Orly. Die könnt ihr dort in dem Counter auch noch kaufen. Und der erste ist, glaube ich, die Farbe Nude. Ich weiß nicht mehr genau, falls Fragen kommen. Ja, der hat gekostet 9,99 €. Und echt, es ist echt schade, dass der bammt voll. Ja. Ja, ich habe von den Mädels da auch etwas zum Verlosen mitbekommen. Allerdings möchte ich das jetzt noch nicht verlosen, weil ich ja noch eine Verlosung laufen habe. Ich habe ungern 2 parallel laufen. Deswegen warten wir damit noch ein bisschen, aber seid gespannt, bleibt dran. Da wird halt auch nochmal was verlost. Ich kann schon mal sagen, es ist etwas von Sleek. Und zwar etwas, worauf viele Leute sehr scharf waren, als es rauskam. Das ist bei Sleek ja eigentlich meistens so, ne? Okay, dann waren wir natürlich... Natürlich bei Primark. Und ich bin tatsächlich unter 20 € rausgekommen. Yay, ich bin sonst immer so um die 60 €. Also die letzten Male war ich immer so um die 60 €, wenn ich da war. Unter 20. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich wenig. Und ja, ich habe gekauft 2 T-Shirts, nur 2. Und zwar, weil ich diese T-Shirts habe ich ja schon in, ich glaube, ich weiß gar nicht, in 3 Farben. Habe ich mir halt noch 2 Farben geholt, weil ich finde die super. Der Stoff fühlt sich total genial an. Das ist schon mal das Erste. Das ist einfach so knallblau. Ein knalles Blau. Ganz schlicht mit V-Ausschnitt. Das habe ich auch schon in so einem helleren Blau und in knallgrün und halt in weiß. Habe ich das eigentlich auch in schwarz? Ich weiß gar nicht. Und die kosten halt nur 3,50 €. Und ich finde, die sind genial. Und die fühlen sich so schön an. So schön weich. Ja. Ich habe übrigens heute noch nichts in meinen Haaren. Ich habe sie nur geföhnt und geglättet und habe nichts reingemacht. Aber sie werden so nicht den ganzen Tag bleiben, wenn ich nichts reinmache. Also braucht ihr mir das gar nicht vorschlagen. Wenn ich da jetzt nichts reinmache, dann sehen die gleich aus wie... Naja. So, und dann habe ich das gleiche T-Shirt nochmal mitgenommen mit Petrol. Das ist also dann, wie gesagt, das gleiche einfach, 3,50 € Petrol. Ich habe immer die Größe 8 oder meistens, das entspricht nach 34. Manchmal nehme ich auch 36, je nachdem, wie die T-Shirts ausfallen. Aber die müssten in 34 eigentlich ganz gut hinkommen. Ich finde die Farben genial. Ich habe mich so gefreut, als ich die gesehen habe. Ja, dann habe ich noch mitgenommen ein Geschenk für meinen Bruder. So als kleines Dankeschön, er weiß schon wieso. Er wird aber meine Videos eh nicht gucken, deswegen wird er das nicht sehen. Und zwar habe ich ihm eine Uhr mitgenommen, auch oben aus der Herrenabteilung. Und die gibt es in ganz, ganz vielen Farben, die kostet 5 €. Und das Geniale ist halt, man kann bei diesen Uhren das Zifferblatt, ne, kann man so rausklicken und dann kann man da andere reinschauen. Also die gibt es halt, wie gesagt, in ganz vielen Farben. Die Zifferblätter, sagt man das so, sind dann natürlich auch verschiedene Farben. Und so kann man die immer austauschen und hat immer irgendwie eine andere Farbkombination. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das für 5 €. Finde ich geil.
Wo kommt er? Ich hoffe, er hat noch keine graue. Ich habe so langsam den Überblick verloren. Ich habe ihm von Primark bestimmt schon, keine Ahnung, wie viele Uhren mitgebracht. Ich bringe ihm eigentlich jedes Mal eine mit und ihr wisst ja ungefähr, wie oft ich schon bei Primark war. Ich hoffe, er freut sich. Dann habe ich mitgenommen, es gibt neue Kerzen da und zwar solche hier, die sind schweineschwer. Sind halt so mit drei Farben, haben Deckel oben drauf und das ist jetzt Jasmine and Bamboo. Jasmin und Bambus und ich mag den Geruch. Silvia mochte die Idee jetzt nicht so, die hat die andere mitgenommen, da gab es noch eine andere. Ich fand die hier besser, irgendwie so ein bisschen frisch und sauber. Ja. Ich mag die. Die hat 4 Euro gekostet. Und die wird gleich in mein Wohnzimmer wandern. Dann habe ich noch mitgenommen so einen, wie nennt man das? Diffuser. Kennt ihr bestimmt. So ein Fläschchen mit einer duftenden Flüssigkeit und dann kommen da diese Holzstäbchen rein. Das ist jetzt White Fig and Amber. White Fig heißt weiße Feige. Und was ist Amber? Weiß ich nicht. Und ich mag die auch. Die habe ich schon mal gehabt, aber eine andere Duftrichtung, glaube ich. Da stand die bei mir im Bad und ja, da wird die auch wieder landen, weil die andere ist nämlich leer. Und die kostet 3 Euro. Ich dachte, die hätte 1,50 gekostet. Egal, 3 Euro ist ja auch nicht die Welt. Ach ja, wir waren auch noch im Bench Store, weil dort Sale war oder ist. Diana sagte, es wäre alles, wirklich alles reduziert gewesen. Es waren ein paar schöne Sachen dabei. Ich habe einen Teil mitgenommen. Diana hat alle so mit Punkten markiert. Ich glaube, der gelbe Punkt war 30% Rabatt. Den gab es halt noch 20 und 50. Und ja. Ich habe mir einen Rock gekauft. Mal wieder. Ich mag die Bench-Röcke irgendwie ziemlich. Und könnt ihr dieses Knallpinke? Ist das nicht cool? Ist halt grau mit so eingenähten Streifen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. In gelb und blau und rot und grün. Und halt dieses knallpinke Bench-Logo. Dann hat er ja noch zwei Taschen. Rechts und links jeweils eine. Logisch, ne? Und der Stoff fühlt sich total weich auch an. Da freue ich mich. Ich hoffe, es wird mal langsam Sommer hier. Jetzt kann ich meine ganzen Sachen ja gar nicht anziehen. Ja, also der Normalpreis war... Moment, ich gucke. Der heißt übrigens Flickwar oder so. Letztes Mal, als ich bei Bench irgendwas gekauft habe, wurde ich gefragt, wie das Teil hieß. Das wusste ich aber natürlich nicht mehr. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Ich habe die Größe S, XS habe ich kaum zubekommen. Das war mir zu klein. Tatsächlich. Also habe ich S genommen. Also der reguläre Preis war 40 Euro. Ich habe, glaube ich, 28 oder so bezahlt. Aber die Qualität ist echt schön. Gefällt mir gut. Dann habe ich, ich war auf der Suche, das haben vielleicht einige bei Twitter mitbekommen, nach diesem Nagellack. Und zwar ist der von Essie aus der Sommerkollektion Bikini Sortini. Und es ist der einzige Lack aus der LE, wo ich wirklich gesagt habe, bam, geil. Und hier bei uns war er schon ausverkauft. Aua, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aua. Ja, ich war halt auf der Suche nach diesem Lack, der war bei uns ausverkauft und während Diana und ich im Rossmann waren, weil ich meinen Augen-Make-up-Entferner nachkaufen wollte, den brauche ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht zeigen, der Rossmann 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner, auf dem momentan alle so heiß sind, ist Silvia mit Mel zu DM gegangen und hat den Lack entdeckt und dann hat sie ihn mir mitgenommen. Also das ist jetzt die Farbe Mojito Madness. Ein ziemlich cooles Grün. Ich habe meine Augen heute dem Lack ein bisschen angepasst.
Ich werde übrigens auf dem Blog schreiben, was ich hier alles benutzt habe, beziehungsweise habe ich vorhin beim Schminken wieder Fotos gemacht. Die kommen halt auf dem Blog. Im Grunde brauche ich das natürlich nicht zeigen, weil ich kann euch einfach das zeigen. Also ich finde die Farbe ziemlich, ziemlich cool. Ein richtig cooles... Ist das eigentlich ein Jadegrün? Ich würde sagen, das ist ein Jadegrün, oder? I like. So, das war mein Haul-Video von Dortmund von gestern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Am 14.07. bin ich das nächste Mal in Dortmund, weil dann haben wir ein YouTuber-Treffen da. Genaueres kann ich gerade nicht dazu sagen, aber ich glaube, Melle hat darüber schon ein Video gemacht. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber da kommen schon noch ein paar Videos drüber. So, dann werde ich mal gucken, ob ich das Video gleich noch hochlade. Heute ist Sonntag. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.